Wir sind auf der Bühne der Buchkomplizen und es geht jetzt um das Thema Pressefreiheit und Whistleblowing. Dazu haben wir folgende wahnsinnig tolle Gäste. Sevim Dardelen, eben noch aus Berlin eingeflogen, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Partei Die Linke im Bundestag. Dietrich Kraus, zuständiger Redakteur der fantastischen Sendung Die Anstalt, und Matthias Bröckers, Bestsellerautor und nebenbei Taz-Mitgründer und prinzipiell ein Faktotum. Frau Dardelen, wir fangen gleich an. Sie kennen Julian Assange persönlich und gerade war, glaube ich, auch sein Vater zu Besuch in Berlin. Sie haben ihn getroffen. Wie geht es Herrn Assange? Nun, Herrn Assange, also Julian, geht es den Umständen entsprechend schlecht, muss man sagen, gesundheitlich ziemlich schlecht. Er hat jetzt in den letzten Monaten an die 15 Kilo verloren, an Gewicht verloren. Man muss dazu sagen, das letzte Mal, wo ich ihn persönlich getroffen habe, war ja im Dezember, kurz vor Weihnachten, im ecuadorianischen Botschaftsasyl. Und schon da ging es ihm sehr schlecht, weil er fast ein ganzes Jahr lang unter schwierigsten Bedingungen leben musste. Er hatte Isolationshaft, hatte überhaupt keinen Kontakt mehr in die Außenwelt bekommen, hatte ein 7-seitiges, über 40 Regularien beinhaltetes Protokoll bekommen, an das er sich halten musste, damit sein Asylstatus nicht aberkannt wird. Also, und das Botschaftspersonal wurde komplett zu Jahresanfang 2018 ausgetauscht mit einem Personal, was sehr rüde, sehr unhöflich war und alles getan hat, um ihm das Gefühl zu vermitteln, besser du gehst raus. Und im Gefängnis jetzt, seitdem Ecuador einfach das Asyljahr beendet hat und die Briten ihn mit Gewalt rausgezerrt haben, ist er im Gefängnis, im Hochsicherheitsgefängnis, hat 15 Kilo verloren insgesamt, hat 22 bis 23 Stunden pro Tag Isolationshaft, hat einmal im Monat die Möglichkeit sozusagen 2 Stunden lang Besuch zu empfangen, ist im Moment im Krankenteil des Gefängnisses sozusagen, wo die Krankenabteilung ist, untergebracht und ist damit beschäftigt, die Briefe, die er irgendwann dann auch erhalten hat, die an ihn geschickt worden sind ins Gefängnis, diese auch peu à peu zu beantworten. Aber ich kann eins auch sagen, er ist mental so klar wie früher auch und ist sehr stark. Also seine Kampfeslust ist ungebrochen und das gibt mir halt auch Hoffnung. Das Botschaftspersonal wurde ausgetauscht, sagen Sie. Es hat einen Regierungswechsel gegeben in Ecuador. Warum führt das zwangsläufig dazu, oder warum führte das zwangsläufig dazu, dass es mit Assange dann diesen Verlauf genommen hat? Oder sehen Sie da gar keine Verbindung? Ja, selbstverständlich ist eine Verbindung. Nachdem der Lenin Moreno gewählt wurde als Präsident in Ecuador, war ganz auf einmal der Schalter umgelegt worden in der Regierung in Quito. Die wollten Assange rausekeln. Sie hatten offensichtlich einen Deal. Als ich mit meiner Kollegin Heike Hensel, die ja ebenfalls im Bundestag ist, im Dezember besucht habe, hat Assange uns klargemacht, gesagt, der Deal ist schon lange unter Dach und Fach. Kurz nachdem Moreno Präsident wurde, mit US-Präsident Donald Trump Kredite zu bekommen und insofern also finanzielle Hilfe gegen das Leben von Julian Assange. Und es war sozusagen eine Frage der Zeit. Und wir hatten ja schon im Dezember das Gefühl, dass die Aberkennung, die Beendigung seines Asylstatus seitens der Botschaft eigentlich schon ziemlich kurz davor stand. Und deshalb waren wir auch in voller Sorge und ich hatte ja noch einen Besuch beantragt. Und an dem Tag, wo er dann festgenommen wurde, da war ich ja auf dem Weg nach London, um ihn eigentlich zu besuchen, weil ich für den Tag eigentlich eine Genehmigung hatte von dem Botschafter. Matthias Bröckers, was wird ihm eigentlich vorgeworfen? Es gibt mittlerweile eine Anklageschrift der US-Staatsanwaltschaft und einen Auslieferungsantrag. Und in der Anklageschrift sind 18 Punkte, wegen denen er angeklagt ist. Insgesamt sind das dann 175 Jahre Gefängnis oder Knast, die ihm da aufgebrummt werden sollen. Und von den 18 Punkten sind 17 wegen dem Spionagegesetz, also wegen eines Gesetzes, das aus dem Ersten Weltkrieg stammt in den USA 1917,
und das bis dato noch niemals gegen einen Journalisten angewandt wurde. Die Obama-Regierung hat damals schon überlegt, ob man nicht WikiLeaks und Assange irgendwie zum Schweigen bringen kann und anklagen kann. Und die Juristen der Obama-Regierung haben damals gesagt, also nach Spionagegesetz können wir den nicht anklagen, weil da müssen wir die New York Times und CNN und all die auch anklagen, die ja sein Material publiziert haben. Und die Trump-Regierung, die ohnehin nicht so viel von New York Times und CNN und von den Medien hält und das immer als Fake News beschimpft, die hat sich jetzt und deren Juristen haben sich über diese Vorbehalte hinweggesetzt und haben diese Anklage losgelassen. Und das ist der Grund, warum Julian jetzt da im Hochsicherheitstrakt sitzt, obwohl er eigentlich nur gegen Meldegesetze verstoßen hat. Also das ist somit das kleinste strafbare Übel, was man begehen kann, dass man sich nicht bei der Polizei meldet. Die Polizei wusste aber damals, dass er in der Botschaft ist. Also jetzt ist da sogar schon zwei Drittel abgelaufen. Eigentlich hätte man ihn rauslassen müssen. Und er sitzt immer noch unter diesen Bedingungen. Okay, dass wir das richtig verstehen. Es gibt irgendwelche Gesetze in Amerika und sie sagen, den wollen wir haben, weil der hier irgendwie... Ja. Da muss doch hier keine Regierung spuren in Europa, oder? Da müsste eigentlich eine Regierung überhaupt nicht drauf... Also es gibt ja internationale Auslieferungsabkommen und die Briten... die greifen doch, glaube ich, nur dann, wenn das Delikt auch im, im Land des Aufenthaltes genau, ein Delikt ist. Strafbar ist, ja. So, also das gesamte Verfahren, schon das vorherige wegen dieses schwedischen Auslieferungsgesuchs, was einfach nicht gültig war, weil es von der Unterstaatsanwältin ausgefüllt war und nicht von einem Gericht, das durch drei Courts ging in England bis zum Supreme Court. Und dann hat der höchste Richter dort gesagt, den Anwälten von Assange, ja, Sie haben recht, dieses Auslieferungsersuchen aus Schweden erfüllt nicht die Kriterien, weil es muss eine Judicial Authority, ein Gericht, muss einen Auslieferungsantrag stellen und nicht eine Staatsanwaltschaft. Aber, hat dann der Richter hinzugefügt, wenn wir die französische Übersetzung des europäischen Auslieferungsabkommens nehmen, dann da steht dann Autorité Judiciale statt Judicial Authority, dann werden auch Staatsanwälte eingeschlossen. Und in dem Moment, wo er, ist er ja erst in die Botschaft von Ecuador überhaupt geflüchtet, weil er gemerkt hat, hier geht es nicht um Rechtsstaat, hier geht es nicht um Recht und Ordnung, hier wird getrickst noch und nöcher. Und das macht die britische Justiz sozusagen seit Jahren. Und deshalb hat er auch jetzt dort meiner Meinung nach kein faires juristisches Verfahren zu erwarten. Weil wenn es nach Recht und Gesetz zugegangen wäre, wäre diese Flucht in die Botschaft gar nicht nötig gewesen, weil der Richter gesagt hätte, das stimmt, es muss hier ein Gericht überprüfen, ob diese Anklage da von zwei Frauen aus Schweden gültig ist. Mittlerweile, nachdem er jetzt dort verschleppt wurde aus der Botschaft und im Hochsicherheitsknast sitzt, haben ja die schwedischen Staatsanwälte das einem Gericht vorgelegt in Schweden, um möglicherweise nochmal einen neuen Auslieferungsantrag hinzukriegen. Und der Richter hat gesagt, wie, was? Dafür wollt ihr eine Auslieferung? Ihr spinnt wohl. Und hat sie ihnen wieder zurückgegeben. Also das Ganze ist von Anfang an kein sauberes Verfahren. Es wird mit allen möglichen Tricks, und da stecken die Amerikaner dahinter, die sowohl in Schweden als auch in England interveniert haben und weiter interveniert. Den wollen wir haben. Und ich habe die Befürchtung, dass auch jetzt der Assange bei seinem, was im Februar beginnt, bei dem Verfahren um diese Auslieferung, kein faires Verfahren erwarten kann. Die Richterin, die das Ganze betreut, ist im Übrigen genau die, die damals, es gab schon mal so einen Fall in England, nämlich mit Pinochet. Der hatte sich geflüchtet nach England, war angeklagt von einem spanischen Staatsanwalt. Und der ist witzigerweise jetzt der Anwalt von Assange. Und auf der anderen Seite, als höchste Richterin, sitzt die Anwältin damals von Pinochet. Also so haben sich jetzt irgendwie die Fronten verdreht. Und ich glaube nicht, dass es ein faires Verfahren gibt.
und finde es deshalb unheimlich wichtig, dass ich hier, und bin entsetzt, dass sich nicht die gesamte Buchmesse hier solidarisiert, weil Assange hat nichts anderes gemacht als das, was jeder Journalist und jeder Verleger macht. Ja. Wir veröffentlichen Sachen, die den Mächtigen auf die Finger schauen. Und das ist unser Job. Und es gibt hier keine Solidaritätsveranstaltung, ich habe jedenfalls keine gesehen, von den Verlegern. Das wäre eigentlich dringend notwendig. Ein guter Punkt. Herr Kraus, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass man relativ wenig hört über diesen Fall Assange. Wenn gerade mal vielleicht es einen neuen Termin gibt, dann wird der vielleicht verkündet. Wenn das auch Ihr Eindruck ist, Sie nicken, woran liegt das? Den Eindruck teile ich auch. Das hat sicher auch mit diesen Vergewaltigungsvorwürfen zu tun. Es ist halt dann, wenn das erstmal erhoben wird, und man ist ja auch dann nicht geneigt, das jetzt einfach nur, weil es quasi eine Figur ist, die einem politisch nahesteht, einfach zu sagen, es wird schon nichts dran stimmen, wird schon eine Kampagne sein, sondern das muss man ja ernst nehmen, ist es natürlich schwieriger, quasi eine Solidarität zu erzeugen, als wie jetzt bei Denis Yücel, wo quasi die Frau daheim sitzt, also ohne es jetzt verkitschen zu wollen, aber wo irgendwie die, sagen wir, die Identifikationsfigur ganz klar positiv ist, während der Assange schimmert durch diese Vorwürfe, die, egal ob sie sich jetzt bestätigen oder nicht, aber das erschwert natürlich, diese Solidarisierung. Man hat ihn ja mit diesen Vorwürfen, ja wirklich, die haben ja zu dem ganzen Drama geführt. Und ich habe hier in dem Büchlein, was wir dazu gemacht haben, ja auch nochmal verklarfiedelt, und die Caitlin Johnston, also eine australische Autorin, hat das nochmal ganz sauber auch dokumentiert, dass das Ganze von Anfang an faul war. Assange hat sich ja in Schweden den Staatsanwälten gestellt, hat dann gefragt, sagt, Leute, ich habe eine Einladung nach Berlin, er war dann beim Chaos Computer Club, und nach London, und die Staatsanwaltschaft hat ihm gesagt, sie können reisen, kein Problem. Und kaum ist er in London angekommen, ist diese Red Notice, also der internationale Haftbefehl, aus Schweden da. Und er wird festgenommen. Internationale Haftbefehle, Red Notice, die macht man bei Terroristen, Drogengroßhändlern und Schwerverbrechern. Und das, wie sich mittlerweile herausgestellt hat in Schweden, war überhaupt kein Fall. Weil es, ne, und insofern ist das Ganze von Anfang an schief und faul, und wird nur gemacht, um WikiLeaks zu zerstören und den Gründer, der in meinen Augen der wichtigste Journalist ist, der in den letzten 10 Jahren aufgetaucht ist, um den mundtot und platt zu machen und nach Guantanamo zu stecken. Ich möchte aber nochmal nachfragen, Herr Kraus, also die Solidarisierung, Journalisten müssen sich nicht solidarisieren, ich möchte nicht den berühmten Satz von Hajo Friedrichs zitieren, die Presse müsste doch über solche Vorgänge berichten, ausführlich und immer wieder auch, denn der Mann sitzt ja für was? Ich habe jetzt den Fall nicht quasi erst verfolgt, als ich mich hier auf das Podium vorbereitet habe. War auch jetzt nicht über die Details dieser Ausreise, dass der sich eigentlich schon gestellt hat in Schweden, dann ausgereist war, danach erst der Haftbefehl. Diese Details, weiß ich nicht, inwieweit die berichtet wurden. Hängen bleiben natürlich immer nur die Überschriften, wie meistens bei solchen Fällen. Und da gehen dann alle auf Distanz, dass das benutzt wird natürlich dann, um so eine Kampagne zu instrumentalisieren. Ist, denke ich, klar, aber das erklärt vielleicht einen Teil davon, warum da eben nicht sowas losgetreten wird. Und natürlich ist die ganze Konstellation, ist man jetzt quasi in den Händen von Erdogan oder legt man sich quasi mit dem US-Militär an, das ist natürlich auch nochmal eine andere, Konstellation. Ja, auch hier steht gerade der Bus von Amnesty International, hier haben wir gerade hier hinten in Sichtweite. Ich finde, Assange ist der wichtigste politische Gefangene, den wir im Westen haben. Ja. Weil das, was er gemacht hat, betrifft alle Medien, betrifft jeden Journalisten. Und Amnesty International wäre eigentlich dafür da. Ich war vorhin auf den Hinweis folgend eines anderen Autoren am Stand, man findet von Assange überhaupt gar nichts. Nee, das Problem von Julian Assange ist, er kommt nicht aus China, er kommt nicht aus Russland. Er kommt nicht aus dem Osten. Das ist das Problem von Julian Assange. Wenn wir einen Journalisten hätten, der aus Russland oder China die Machenschaften der Geheimdienste, der Regierungen von dort öffentlich gemacht hätte, man muss ja mal überlegen, dann würden wir ihn hier feiern als einen großartigen Journalisten. Er hat Kriegsverbrechen des US-Militärs öffentlich gemacht. Er hat öffentlich gemacht, wie US-Soldaten
mutwillig, völlig hemmungslos, einfach auf Zivilisten auf den Boden schießen, darunter eben auch Reuters-Journalisten. Das hat er öffentlich gemacht im Irak und auch in Afghanistan. Und das ist sein Vergehen ist es, diese Wahrheit der Bevölkerung sozusagen vermittelt zu haben. Und ich finde, Leute wie Julian Assange oder auch der Whistleblower Edward Snowden oder Chelsea Manning, das sind eigentlich die Protagonisten. Diese Protagonisten sind die Dissidenten des 21. Jahrhunderts. Und die Verteidigung der Freiheit von Julian ist eigentlich die Verteidigung der Freiheit selbst. Weil worum geht es hier? Es geht darum, dass wir einen demokratischen Prinzipien folgen, dass Menschen das Recht haben, über die Machenschaften von Regierungen, über die Machenschaften von Regierungen informiert zu werden. Ich habe als Bürgerin das Recht zu wissen, was macht meine verdammte Regierung im Geheimen. Weil geheim ist das Gegenteil von Transparenz und auch von Demokratie. Und er hat uns die Augen geöffnet und dafür soll er bestraft werden. Und diese ganze Schmutzkampagne mit den Vergewaltigungsvorwürfen, die haben sich alle in Luft aufgelöst. Ich wurde noch 2012, als ich als erste Parlamentarierin im Botschaftsasyl besucht habe, wurde ich beschuldigt, einen Vergewaltiger zu unterstützen. Ich wurde beschuldigt. Und ich meine, wenn der Angeklagte gleich schon mit der Anklage für schuldig befunden wird, sagt das natürlich auch etwas über unser Rechtsstaatverständnis aus. Und ich meine, ich will nicht jetzt den Fall Kachelmann noch erinnern. Ja? Wir sollten uns wirklich hüten vor irgendwelchen vorschnellen Vorurteilen. Aber auch, Julian hat von Anfang an gesagt, es geht hier eigentlich nur darum, dass ich ausgeliefert werden soll an die USA. Das steckt hinter allem. Und alle, auch Journalisten in Deutschland, haben ihm nicht geglaubt. Die haben gesagt, ach, das stimmt doch gar nicht, papalapap. Es geht nur um die Anschuldigung in Schweden und ist davor geflüchtet. Und was ist passiert? Sofort, als er rauskam, war klar, es gibt die Anklage, Auslieferung an die USA, wo ihm 175 Jahre Haft droht oder eben die Todesstrafe. Er hatte von Anfang an Recht, von Anfang an Recht. Und ich finde, wir als Demokraten müssen aufstehen für einen solchen Journalisten, der nichts anderes getan hat, als sich der Wahrheit verpflichtet zu fühlen. Herr Bröckers, die aktuelle Lage jetzt juristisch, wie ist das zu sehen? Wie geht es weiter? Was sind die wichtigen? Im Februar beginnt das Verfahren. Hier. Wegen Meldevergehen? Oder? Nein, dann beginnt das Verfahren. Auslieferungsverfahren. Wegen Meldevergehen ist er ja verurteilt und hat 50 Wochen Gefängnis gekriegt. Ja? Nicht nur Gefängnis, sondern Hochsicherheitstrakt. Aber ist das eine normale Strafmaß für ein Meldeersehen? Nein. Nee, natürlich nicht. Da ist zur gleichen Zeit ein verurteilter Mörder, der sich nach dem Urteil irgendwie abgesetzt hatte, den hatten sie irgendwo wieder erwischt. Der hatte quasi Freigang, sollte ins Gefängnis und der hätte sich auch melden müssen und der hat das nicht gemacht. Und der hat irgendwie dann 12 Monate Strafe bekommen. Und Julian, von dem jeder wusste, dass er hier in der ecuadorianischen Botschaft sitzt und nicht da beim Polizeirevier alle 2 Wochen vorbeischauen kann, den hat man 50 Wochen verurteilt. Und was jetzt im Februar beginnt, das ist das Verfahren wegen des Auslieferungsantrags der USA. Da muss jetzt das Gericht befinden, ob Julian Assange ausgeliefert werden darf. Und das darf er nur, wenn ihm in dem Land, was die Auslieferung beantragt, ein rechtsstaatliches Verfahren erwartet. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ihn da nicht erwartet, weil die USA schon die ganze Zeit nicht rechtsstaatlich vorgegangen sind. Und dass deshalb auch, wie eben schon stellen wir uns mal vor, das wäre ein russischer Journalist, der da im Knast ist. Hier wäre die halbe Buchmesse, wär da Alarm. Ja? Mhm. Zu Assange ist Schweigen im Walde. Nur der mittelgroße Westend-Verlag macht dazu ein Buch. Ja? Aber die großen Verlage sagen nichts. Und das müssten sie, weil, um was geht es hier? Es geht hier um die Pressefreiheit. Es geht hier um ein fundamentales Recht unserer Verfassung, weil, wenn ich nicht mehr publizieren darf, irgendwo etwas, von dem die amerikanische Regierung sagt, das verstößt gegen unsere Sicherheitsinteressen, und morgen ein internationaler Haftbefehl kommt, der mir die Handschellen anlegt, ja, was darf ich denn dann noch publizieren? Wo ist denn vom Pressefrei? Julian Assange hat ja in den USA gar kein Verbrechen begangen. Der war auch überhaupt nicht da. Der hat publiziert, was ihm Whistleblower wie Chelsea Manning und andere zugespielt haben. Und das muss erlaubt sein, weil ein Verleger, eine Zeitung, macht ja nichts anderes, als das Material publizieren, was ihnen
von Quellen zugespielt wird. Ja. Und Sie haben den Quellenschutz. Das heißt, Sie müssen nicht den Gerichten gegenüber sagen, von wem Sie die Informationen haben. Und genau das muss auf Assange auch zutreffen. Er ist ein Journalist, er ist ein Verleger und er gehört morgen freigesprochen. Und ich finde, er soll zusammen mit Edward Snowden in Deutschland Asyl bekommen und Datenschutzbeauftragter werden der Bundesregierung. Das wäre ein Posten, der diesen beiden Jungs zusteht. Ein wunderbarer Vorschlag. Frau Gahlen kann das vielleicht einbringen. Mit was rechnen Sie? Was passiert? Auslieferung oder Nichtauslieferung? Ich befürchte, er wird ausgeliefert, wenn nicht noch wirklich massive Proteste. Es gibt jetzt ein paar Mahnwachen in ein paar Städten. Es gibt Politikerinnen, Politiker, die da, immerhin mal Pamela Anderson, auch eine gute Frau, eine gute Freundin, engagiert sich stark dafür. Es gibt Menschen, die Solidarität mit Julian zeigen, aber es sind viel, viel zu wenige. Ja. Also laut dem Vater, als er bei mir war zu Besuch, mit dem haben wir in Berlin eine Sitzung gemacht und eine Pressekonferenz, hat er auch noch mal gesagt, was Julian selbst gesagt hat. Julian selbst hat ihm gesagt, die Europäische Union ist essentiell für sein Überleben. Die Europäische Union. Er rechnet schon damit, dass die Europäische Union gegen diese exterritoriale Verfolgung der USA, was ja einen Präzedenzfall schafft, also er hat es ja auch noch mal deutlich gemacht, dieser Präzedenzfall, der an Julian Assange exekutiert wird, würde Tür und Tor öffnen für exterritoriale Verfolgung seitens der USA gegenüber Journalistinnen und Journalisten in Deutschland und auch woanders, die sich auf ihren Informanten- und Quellenschutz berufen, wenn sie irgendwelche Sachen veröffentlichen, was nicht genehm ist im Weißen Haus in Washington oder auch im Kongress oder Kapitol. Das heißt, wenn er für schuldig befunden wird, beziehungsweise ausgeliefert wird und quasi auch in den Tod ausgeliefert wird, dann heißt das nichts Gutes für den investigativen Journalismus in Deutschland, aber auch weltweit. Und deshalb müssen Journalistinnen und Journalisten nicht solidarisch sein. Nein, das müssen sie nicht. Aber sie müssen aus einem eigenen Interesse ihren Ehrenkodex, was sie als Journalist haben, nämlich die Quelle und den Informanten zu schützen, wenn Sie eine Berichterstattung machen. In diesem Interesse müssen Sie eigentlich über diesen Fall berichten und vor allen Dingen kritisch berichten und begleiten. Weil wenn an ihm dieses Exempel statuiert wird, kann es jeden anderen treffen. Und die Hoffnung von Julian ist, dass wir den Protest so weit ausdehnen, dass es eben nicht nur wöchentliche Mahnwachen in Berlin, in Köln, in Frankfurt und auch in Düsseldorf gibt, sondern in jeder Stadt diese Mahnwachen gibt, dass Druck ausgeübt wird auf die Parlamentarierinnen und Parlamentarier und natürlich auch auf die Institutionen. Ich meine, wenn wir uns nicht mehr ernst nehmen, das sehen wir ja auch bei dem Einmarsch der Türken jetzt im Norden Syriens, wenn wir die vielbeschworenen Werte von uns wie Pressefreiheit, Freiheit des Gedankens, der Demokratie nicht ernst nehmen und sie tatsächlich auch verteidigen, ja, dann können wir einpacken als eine sogenannte Wertegemeinschaft. Also Öffentlichkeit schaffen im Prinzip. Öffentlichkeit schaffen, aber auch Druck machen. Druck machen ganz einfach, dass er eben nicht ausgeliefert wird, weil auch Großbritannien, trotz Brexits, auch wenn die jetzt ausscheiden sozusagen aus der Europäischen Union, sind sie Mitglied im Europarat. Sie haben die europarechtlichen, also vom Europarat, die Konvention unterzeichnet. Sie sind Mitglied. Sie können nicht einen Journalisten, einen Menschen in ein Land ausliefern, von dem die Gefahr besteht, dass er dort die Todesstrafe bekommt. Und das ist ja so. Oder eben ein unfaires Verfahren. Ja. Das haben ja jetzt auch, glaube ich, das steht ja auch im Buch, oder die New York Times zugestanden, dass selbst wenn die jetzt vielleicht mit dem politisch nicht auf einer Linie liegen, dass sie sagen, da geht es uns auch an den Kragen. Genau. Und die wachen das auf. Müsste eigentlich der Punkt sein, egal wie man da jetzt im Einzelnen zu politischen Sachen steht. Und man kann sicher auch diskutieren über einzelne Leaks von WikiLeaks, über Äußerungen von ihm, aber das muss ja trotzdem unabhängig davon, ja, ist ja dieses Gut da, egal wie das Herr Assange jetzt genutzt hat. Und das ist halt so ein bisschen ein Armutszeugnis, dass das so stark von anderen Rahmenbedingungen abhängig ist, ob man jetzt findet, dass Pressefreiheit wichtig ist oder nicht. Also das sollte eigentlich unabhängig von der eigenen politischen Einstellung geschützt werden. Ja, und auch unabhängig von seiner Person. Man muss ihn ja nicht sympathisch finden. Ja. Man muss nicht
seine politische Haltung teilen, ja, und. Das muss man alles gar nicht. Ja. Wenn man Journalist ist, wenn man Publizist ist oder Verleger ist, dann muss man erkennen, ja, und sehen, wenn das hier läuft, wenn nach dieser Anklage er ausgeliefert und verurteilt wird, dann, ja, in Amerika, in den, ja, USA, ja, dann kann ich als Journalist und Verleger, ja, nicht mehr arbeiten, ohne morgen zu befürchten, auch in den Knast zu gehen. Ja. Also das ist tatsächlich ein Präzedenzfall, der so juristisch noch nie durchgezogen und stattgefunden hat. Dieses Gesetz existiert seit über 100 Jahren, es wurde noch nie angewendet. Und jetzt soll das passieren. Und da muss dringend irgendwie auch in unserer Branche, also ist der Deutsche Journalistenverband hat da auf seiner Webseite mal so ganz hinten mal zaghaft irgendwie ein paar Takte verlautet, dass das ja eine Gefahr sei. Ja, eigentlich sind ja alle betroffen davon und so, aber da gibt es keine breite sozusagen Engagement seitens der Verbände, seitens der Institutionen, seitens Amnesty International und was es sonst alles gibt. Ja? Und das steht an. Und wir haben noch bis Februar Zeit, da eine Front aufzubauen sozusagen, die dem Julian Assange hilft, dieses Verfahren zu überstehen, lebend und hier in Europa zu bleiben. Ich finde, er hat Asyl verdient, weil er hat, und das hat der Edward Snowden schön ausgedrückt, er hat nichts anderes gemacht als Verbrechen aufgedeckt. Und wenn das Aufdecken von Verbrechen wie ein Verbrechen behandelt wird, dann wären wir von Verbrechern regiert. Das muss man einfach klar sehen. Und deswegen gehört Julian Assange morgen auf freien Fuß. Er kann sich ja jetzt auch unter diesen Haftbedingungen überhaupt nicht sachgemäß auf sein Verfahren vorbereiten. Also er ist wegen Internetverbrechen, Leaking und so weiter angeklagt. Er hat aber kein Internet. Ja, also das sind alles Dinge, die, wie gesagt, jenseits aller politischen Wertung und Einschätzung der Tätigkeiten von WikiLeaks und der Person Assange, die rechtsstaatlich nicht in Ordnung sind. Und mit jedem Juristen, mit dem man darüber spricht, der müsste einem das genauso zustimmen, sagen, das geht nicht. Ja. Herr Kraus, ich war vor einigen Jahren mal dabei, als Heiner Geißler erzählte, dass er vor vielen Jahren von chinesischen Offiziellen angesprochen wurde darauf, wie man denn Demokratie stärken könne. Und er antwortete, schaffen Sie eine freie Presse. Jetzt haben wir diesen Fall Assange. Muss man umgekehrt sagen, wir entdecken erste Erosionsflecken auf unserer hochgehaltenen Demokratie? Geht Ihnen das zu weit? Ich meine, das ist ja Demokratie, großes Wort, ist ja immer irgendein Idealzustand und die Wirklichkeit ist immer defizitär. Aber hier geht es jetzt darum, dass ein richtiger Einbruch stattfindet, dass ein Präzedenzfall geschaffen werden soll, wie er gerade gesagt hat. Deswegen gilt es da schon wachsam zu sein. Und sicher kann man sich auch darüber streiten, ob die Berichterstattung bei Assange, die sehr stark auf seine Person abhebt, auf das ganze Umfeld, ob das eigentlich und eigentlich die Fälle fast in den Hintergrund treten. Das ist ja oft bei diesen Leak-Berichterstattungen, also die Benachteiligung von Sanders im amerikanischen Wahlkampf, die spielt dann überhaupt keine Rolle, sondern es geht nur darum, dass das irgendwie Hillary Clinton schadet, wo ich mich frage, ja, aber ja. Boah, ist mir jetzt aber egal, das ist doch erstmal ein Leak, das wird nicht, die Wahrheit wird eigentlich gar nicht in Zweifel gezogen, aber sie wird eigentlich gar nicht groß berichtet, was da in der Demokratischen Partei los ist. Und das ist so eine merkwürdige Entwicklung, wenn einem irgendein politischer Rahmen nicht passt, dann berichtet man nur noch auf der Metaebene und gar nicht mehr über das, was da eigentlich geleakt wurde. Also da ist so ein Ungleichgewicht, sodass ganz oft eben nur noch so Metadebatten über die Personen, über was weiß ich was stattfinden, aber nicht über die Tatsachen, die da eigentlich veröffentlicht wurden. Wir reden dauernd und wir kriegen es dauernd zu hören von sogenannten Fake News. Ja? Donald Trump twittert das jeden Tag, aber auch unser Fake News. WikiLeaks hat seit seinem Bestehen 1,5 Millionen Dokumente veröffentlicht und kein einziges war falsch. Da sollten sich mal alle Zeitungen, alle Sender, alle Medien, aber auch nur so eine kleine Scheibe von abschneiden. Er hat keine Fakes veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob er das alles geprüft hat. Er hat es halt einfach veröffentlicht. Ist doch wurscht. Ja, es hat sich keins als falsch herausgestellt. Genau, aber man diskutiert nicht den Inhalt. Und der Inhalt wird nicht diskutiert. Wie du gesagt hast, wie Bernie Sanders wird ausgetrickst. Ja. Noch Dutzende andere Dinge. Dass Hillary Clinton den Uranium-Deal abgesegnet hat mit russischen Oligarchen. Ja. Und dafür, ich glaube, 140 Millionen für ihre Stiftung kassiert.
passiert hat. Solche Korruptionsfälle werden nicht diskutiert. Ja? Ja. Woran liegt das denn? Also, dass zum Beispiel in einer Sendung der Anstalt irgendein Thema, die Bahn, so viele Fakten und Daten zusammengetragen werden in 45 Minuten, die man sonst nicht in zwei Jahren zusammengenommen hat. Das muss doch Gründe haben. Da läuft doch was falsch. Ja, also ich habe das ja auch mal versucht, so ein bisschen zu ergründen, warum das so eine Aufmerksamkeit kriegt. Und ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass in den letzten Jahren, ich kenne das ja auch, ich habe ja auch als normaler Fernsehjournalist gearbeitet, dass da sehr stark das Publikum oft unterschätzt wird und oft der Inhalt sehr verdünnt wird, weil man immer sagt, ach, das ist zu viel für die Leute, die brauchen sehr starke Anlehnung an so Spielfilmgesetze und Dramaturgie. Wir brauchen einen Protagonisten, mit dem erzählen wir, mit dem wir mitleiden. Also es wird so eine Erzählform eingefordert, die eigentlich immer weniger Inhalte auch zulässt und immer mehr Emotionen. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass es so eine strukturelle Unterforderung oft in den Informationskanälen stattgefunden hat, sodass dann so eine Sendung wie die Anstalt, wo dann plötzlich mal bam, bam, irgendwie ganz viel Info kommt, richtig so ein Hallo, wach ist, oh, was ist denn hier los? Man zuckt zusammen. Ja, ja, und aber wir kriegen eben nie die Rückmeldung, oh, das war jetzt aber zu viel. Ne? Die Leute wollen gefordert werden, die Leute wollen Infos. Ich glaube, das ändert sich auch gerade wieder ein bisschen, aber ich glaube, die letzten Jahre war einfach zu dünn oft. Aber in den USA zum Beispiel gucke ich fast nur noch Comedians. Also ja. Die normalen Nachrichten brauchst du dir doch da gar nicht anzugucken. Wenn du irgendwas lernen willst oder erfahren willst. Ja. Und hier ist es ja auch schon ähnlich. Ja, bei euch in einer Sendung erfährt man mehr über Mietenskandale oder auch hier über die Atlantikbrücke und die Vernetzung von Journalisten da, als man ansonsten in drei Jahren in der FAZ und in der Süddeutschen erfährt. Das hat natürlich Gründe. Ganz aktuell, wir hatten jetzt einen Bericht, wie dieses EEG eigentlich zustande kommt. Also wie dieses ganz technisches, unsexy Thema, denkt man erst, wo aber wahnsinnig politischer Sprengstoff drinsteckt. Diese erneuerbare Energienumlage, die jeder auf seiner Stromrechnung hat, ist völlig absurd konstruiert. Die wird quasi umso teurer, je erfolgreicher der Ökostrom ist. Aber die Wirkung dieser Umlage ist so, dass alle Leute denken, oh, der Ökostrom, der kostet mich aber ganz schön viel Geld. Was ist denn da los? Also es wird quasi ein Instrument so auf den Kopf gestellt, dass es zur Propaganda taugt gegen die erneuerbaren Energien. Und wir machen dann eine Sendung, eine halbe Stunde, wo wir versuchen, diesen absurden sogenannte EEG-Paradox zu erklären. Und eine Woche oder ein paar Tage später kommt wieder die Meldung, die Stromrechnung steigt wegen der EEG-Umlage. Kein Medium nimmt sich mal die Zeit, dieses blöde Ding auseinanderzunehmen und zu gucken, warum steigt die denn? Weil die Betreiber dieser Erneuerbaren kriegen gar nicht mehr Geld. Das geht ganz woanders hin. Aber da ist so in eingefahrenen Gleisen, wird dann einfach die Meldung vermeldet, ohne die Hintergründe zu liefern. Und Frau Dadelen, nochmal zu dem großen Thema Whistleblowing. Ich meine mitbekommen zu haben, möglicherweise im Fahrwasser von Assange, dass auch hier bei uns die Gesetze verschärft wurden, dass also Whistleblower damit rechnen müssen, dass sie strafverfolgt werden. Können Sie uns da ein bisschen über den Stand der Dinge aufklären? Nur rudimentär, aber wir haben Fälle, wo es tatsächlich Whistleblowing gab, in der Rüstungsindustrie beispielsweise, und diese Personen jetzt verfolgt werden, weil sie Informationen aus den Rüstungsfirmen, wo sie gearbeitet haben, herausgegeben haben, die offenlegen, dass diese Rüstungsfirmen eigentlich rechtswidrig gehandelt haben, also in ihrer Rüstungsexportpolitik. Und insofern ist es nicht so, dass gerade Europa oder Deutschland der Hort des Whistleblowings ist oder auch gefördert wird, wie es oft nach außen propagiert wird. Aber vielleicht noch einen kleinen Punkt an Dietrich. Ja. Als Abgeordnete in Berlin lebt man ja ein bisschen in so einer Blase mit den Hauptstadtkorrespondenten. Und man erlebt schon beim Thema Journalismus und wie Themen aufgefächert werden, dass da natürlich eine enorme Termindichte ist. Also oftmals ist es nur noch Terminjournalismus. Minister A hat dort eine Pressekonferenz, Minister B macht diese Veranstaltung, Minister C macht das. Da geht man hin, begleitet den Termin und ist im Kasten und gut ist. Also viel Zeit für Hinterfragen, für Recherche, für Vorarbeit, für Nachbereitung ist da gar nicht. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Redaktionen insgesamt ausgedünnt werden, dass die Leute nicht mehr viel Zeit haben, sich richtig
wirklich auch generell mit Themen und Schwerpunktsetzungen auch auseinanderzusetzen. Okay, bei den Printmedien ist das der Rendite- und ökonomische Druck, aber bei dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen besteht der doch gar nicht. Da können doch Ressourcen reinfließen. Na, das ist ja die Debatte, ob man mehr Ressourcen. Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben in Deutschland, einen unabhängigen, der gut gestellt ist. Aber ich wünschte mir mehr, dass der halt auch tatsächlich mehr hinterfragt, mehr Fragen stellt, mehr zweifelt. Manchmal habe ich das Gefühl, bei einigen, natürlich nicht bei allen, das ist mir zu viel Regierungsjournalismus. Ja. Also wenn Sie zur Regierungspressekonferenz gehen, dass die Regierungssprecher und Sprecherinnen die Meinung der Regierung wiedergeben, das ist ja fair enough, sagt man. Also ist okay. Aber wenn der Journalist dann in dem einen oder anderen Studio oder eben in den Printmedien meint, das eins zu eins so wiederzugeben, ohne das auch kenntlich zu machen, dass das Zitate sind von den jeweiligen Regierungssprechern, das finde ich dann nicht in Ordnung, natürlich besonders als Oppositionspolitiker. Aber was wir brauchen, ist tatsächlich einen guten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil die Alternative ist Kraut und Rüben im Privaten, wo man über Informationen, Informationsbeschaffung, Informationsvermittlung nur noch vom Geldbeutel abhängig ist, sozusagen, wer zahlt, Bertelsmann und so weiter, und die machen dann die Nachrichtenlage und damit natürlich auch die Information und die Desaufklärung oder eben Desorientierung der Menschen. Und insofern, ich glaube, es müsste fast einen Schritt zurückgehen hinsichtlich Aktualität und dem Rhythmus der Berichterstattung, weil der einfach überhaupt nicht mehr zielführend ist, um was zu verstehen. Ich brauche nicht morgens um 7 und morgens um 5 schon irgendwie eine Nachrichtensendung, nach meinem Gefühl. Da müsste fast eine Nachrichtendiät manchmal sein, also weniger Sendungen machen und dafür einfach einen größeren Blick haben und sich mehr Zeit für Recherche nehmen. Ich habe das ja selber erlebt, wenn man in der Mühle drin ist, dann muss man halt verschiedene Ausspielwege bedienen, da muss noch Internet bedient werden und das. Also man ist eigentlich mehr mit der Orga beschäftigt, oft als mit dem eigentlichen Inhalt. Und da müssten eigentlich fast weniger Kanäle her und eine größere, damit man sich wieder auf das konzentrieren kann, was eigentlich das Kerngeschäft ist. Und wir machen ja oftmals richtig zeitgeschichtliche Stücke. Das heißt, wir gucken mal zurück, wie ist es eigentlich dazu gekommen in den letzten 10 Jahren. Dazu hat ja schon gar keiner Zeit. Also das, dabei liegt da oft der Hase im Pfeffer. Warum ist man heute in der Situation in der Altenpflege oder bei den Erneuerbaren? Weil irgendwann mal eine Weichenstellung passiert ist, die eigentlich gar keiner so richtig mitgekriegt hat im Alltagstrubel. Und ja, da fehlt es oft so ein bisschen in diesem Hintergrund, dass man auch der Regierungs quasi Meinung was entgegensetzen kann. Sonst hechelt man dem halt nur hinterher. Ja. Matthias Bröckers, vielleicht eine Art Schlussrunde mit Ihnen angefangen. Ein Vorschlag, wie sich das ändern lässt und wie geht es weiter, was sollen wir, was können wir machen im Fall Assange? Ich bin nicht so optimistisch, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Praxis betrifft. Auf dem Papier ist das ja alles wunderbar. Ja. Wir müssen auch den Briten dankbar sein, dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg uns hier dieses System sozusagen gegeben haben und nicht das amerikanische Privatfernsehen vom ersten Tag an. Das hat ja dann erst Helmut Kohl so in den späten 80ern. Aber auf dem Papier, wie gesagt, alles in Ordnung. Da die Medien sollen unabhängig und neutral sein und der Wachhund und der Watchdog sozusagen der Mächtigen, der Gewählten, der Regierten, der Institutionen, die ja ihre Macht eben nur geliehen haben und denen sie nicht gehört, und dafür soll es die Medien geben und die sollen es kontrollieren. Das passiert aber viel zu lasch. Der Watchdog ist irgendwie ein Schoßhund. Ja? Und wenn wir jetzt Beispiel eben, ja, Türkei, Iran, Irak, Syrien, der aktuelle Konflikt. Ja, da wird jetzt schwer geschimpft auf den Erdogan, was er da macht. Aber was dann nur so ganz unten vorkommt, dass Deutschland in diesem Jahr schon für 250 Millionen Euro Waffen an die Türkei geliefert hat. Ah, hallo. Also solche Widersprüche, die tauchen dann auch in unseren Öffentlich-Rechtlichen ungern auf. Ich habe ja vor ein paar Jahren ein Buch gemacht über den Russland-Ukraine-Konflikt, eben genau aus dem Grund, weil mir vorkam in der Tagesschau und in heute, da wird ja irgendwie nur noch zum Krieg getrommelt. Da wird nicht auf Ausgleich, auf Friedenspolitik, sondern da wird ja auch mit Fake News, wie oft haben Sie da damals die Panzer gezeigt, die angeblich eingerollt sind aus Russland in den Ostukraine, die aber nicht existiert haben,
Also da wird schon auch stark politisch manipuliert. Und von daher habe ich weniger Hoffnung auf die Öffentlich-Rechtlichen. Ich habe eher Hoffnung auf alternative Kanäle. Und da muss man darauf achten, dass die wiederum auch abhängig sind von Google. Wem gehört denn YouTube? Ja, also wenn es hart auf hart kommt, ist da morgen auch zappenduster. Und deswegen, was kann man machen? Wir müssen uns jetzt hier vor allen Dingen für Julian Assange und für Edward Snowden auch einsetzen. Ja, das sind zwei Helden in meinen Augen, die der demokratischen Öffentlichkeit große Dienste erwiesen haben und die man nicht im Exil in Moskau und im Knast in England verkommen lassen darf und noch gar nicht dafür, dass sie dann nach Amerika ausgeliefert werden. Und dafür braucht es viel mehr Engagement seitens unserer Branche, der Journalisten und der Publizisten und Verleger. Hallo Buchmesse, tut was für den Jungen. Okay, Herr Kraus, die Anstalt hat sich immer wieder auch durchaus mit der journalistischen Arbeit auseinandergesetzt und hat angeeckt. Man kann fast sagen, ihr seid auch ein bisschen Nestbeschmutzer. Kann man das fahren oder ist das schwierig? Kriegt ihr ja, Wind also von wir vorne? Sind ja so ein bisschen die Insel der Seligen, deswegen kann ich jetzt gar nicht klagen, weil wir machen, was wir wollen und uns redet auch keiner rein und wir sind unsere eigenen Redakteure, natürlich mit einer Abstimmung, aber wir haben das nie erlebt, dass uns irgendjemand Vorschriften macht. Also bei uns funktioniert wir auch nicht wirklich. Freiheit. Ja, ich weiß, da wird immer gesagt, wir sind das blöde Ventil, aber mache ich gern die Aufgabe. Klar, aber nee, also klar. Wir erleben das jetzt, sagen wir mal, das System von der ganz Seite, wie es eigentlich sein soll. Aber ich denke, zu der Konfliktfreudigkeit der Journalisten, die sind ja auch nicht isoliert. Das heißt, es ist auch eine gesellschaftliche Frage. Wenn außenrum eine Gesellschaft relativ eingeschlafen ist und alles konsensual ist, wo hat denn Journalist quasi die Anknüpfungspunkte, um zu sagen, jetzt hänge ich mich mal raus, sondern das passiert immer dann, wenn quasi gesellschaftlich auch was in Bewegung kommt, wie man jetzt sieht in Berlin. Es wäre nie so viel Bewegung gekommen, wenn da nicht diese Mieterinitiative gewesen wäre für das Enteignen. Plötzlich wird über ganz andere Spielräume von Politik diskutiert. Das heißt, ich denke, man darf den Journalisten da auch nicht überfordern in seiner Rolle, sondern dann, wenn gesellschaftlich sich was tut, dann tut sich auch was im Journalismus. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Frau Dardenne, Sie haben das Schlusswort. Was muss jetzt unbedingt passieren? Was wünschen Sie sich? Also es muss vieles passieren in unserem Land, aber das Allerwichtigste ist jetzt konkret, sich für Julian Assange Freiheit einzusetzen, weil der Einsatz für seine Freiheit ist der Einsatz für die Freiheit selbst. Wir machen im Bundestag beispielsweise am 27. November eine große Konferenz als auch Soli-Aktion für Julian Assange, wo der WikiLeaks... Die Linksfraktion im Bundestag, leider nur die Linksfraktion. Ich hätte es gerne gesehen, wenn auch andere Fraktionen im Bundestag sich für Julian einsetzen würden. Aber im Moment sind wir es, wo wir den UN-Sonderbeauftragten Nils Melzer haben zum Thema Folter, der ja Julian mehrmals besucht hat und gesagt hat, er ist unter Folterbedingungen dort in Haft und fordert seine Freilassung. Wir haben eingeladen den WikiLeaks-Sprecher Christian Hafzorn, wir haben eingeladen Pamela Anderson und viele Journalistinnen und Journalisten, auch die in Frankreich beispielsweise wegen der Veröffentlichung von Geheimnissen über französische Rüstungsexporte, die im Jemenkrieg von den Saudis eingesetzt worden sind, jetzt vom französischen Präsidenten verfolgt werden, von Disclose und Radio France. Also weil wir auch zeigen wollen, es geht um den Journalismus insgesamt. Man kann Julian unterstützen, jeder Einzelne kann ihn unterstützen. Man muss nicht Journalist sein, man muss nicht Politiker sein. Man kann mit Spenden beispielsweise seine Kampagne unterstützen, sein Legal Team, seine Verteidigung unterstützen. Man kann Briefe schreiben an Julian Assange ins Gefängnis. Da bittet er auch selber wirklich inständig darum. Das baut ihn jedes Mal auf, wenn er Briefe bekommt von außen. Weil ich weiß das auch von Denis Yücel und vielen anderen, die lange in Isolationshaft waren. Für sie ist das ganz, ganz wichtig, diesen Zuspruch zu bekommen von außen. Und deshalb, jeder Einzelne von uns kann helfen. Und ich hoffe, gemeinsam kann man das tatsächlich schaffen, diese Auslieferung zumindest zu verhindern. Ich danke Ihnen drei für diese ausgezeichnete Runde, wie ich finde. Wirklich prall gefüllt mit Informationen, anhand derer dann auch ein bisschen noch weitergedacht werden kann. Möglicherweise an anderer Stelle finden wir nochmal zusammen, wenn es vielleicht glücklich ausgegangen ist. Vielen Dank an die Zuschauer und tschüss von der Buchkomplizenbühne.